Heute möchte ich gerne meine Schablonen-Swatches, die ich mir vor ein paar Tagen gemacht habe, zum ersten Mal am lebenden Objekt sozusagen testen, indem ich eine Journaling-Karte gestalte mit Hilfe dieser Swatches. Diese soll mir helfen, den richtigen Hintergrund zu finden und auch eine Balance herzustellen zwischen den einzelnen Elementen, die ich auf meine Karte draufgeben möchte. Hallöchen, Luise Heinzel hier. Schön, dass du da bist. Heute hier zu meiner, ja, wie soll ich sagen, Experimentierstunde am lebenden Objekt. Falls du von diesen Swatches hier noch nichts gehört hast, dann schau bitte unten in die Infobox. Ich habe ein Video gemacht, wie ich mir das hier hergestellt habe. Ich habe meine ganzen Schablonen genommen und mir so Beispiele, wie die rauskommen, gemacht mit verschiedenen Texturpasten und auch mit Tinte in ganz unterschiedlicher Kombination, sodass ich eine Hilfe habe, wie das aussieht, wenn ich ein neues Projekt anfange. Denn ich habe bisher immer die Schwierigkeit gehabt, schlichtweg mangelndes Vorstellungsvermögen, würde ich da sagen, mir vorzustellen, wie ein Muster von einer Schablone auf meinem Endprodukt oder Endprojekt rauskommt. Und deswegen habe ich mir das hier gemacht. Dazu gibt es ein komplettes Video, in dem ich dir ganz genau zeige, wie du dir auch so etwas machen kannst. Wenn du das andere Video gesehen hast, dann wirst du dich vielleicht wundern, dass das inzwischen hier etwas anders aussieht. Denn ich habe, wie du hier sehen kannst, hier noch etwas dazwischen gemacht jeweils. Und zwar ist das hier so, bei dem vorderen fehlt es mir, aber ab hier geht das los. Ich habe hier immer jetzt die Schablone, dann mein Swatch und hier die Originalpappe aus der Verpackung von der Schablone. Das heißt also, ein Segment sozusagen von diesem Ringbüchlein hier ist jetzt immer, besteht jetzt immer aus drei Elementen: der Schablone selbst, dem Swatch und diesem Teil. Ich habe das deshalb gemacht, weil erstens mal hat man dann alles beisammen. Ich bin da so ein bisschen so ein Freak, was das betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zum anderen ist es so, normalerweise würde ich das ja jetzt, also ohne die Teile, ne, habe ich das immer so rumgehalten gehabt und habe dann nach oben geblättert, sodass ich immer die Schablone und dann das Ding sehen kann. Jetzt habe ich aber den Vorteil, ich kann das Ganze umdrehen. Und jetzt kann ich hier oben, weil ja auf der Verpackung auch immer die Schablone abgebildet ist, so durchgehen und ich kann die Schablone hier schon grob sehen. Das heißt also, wenn ich schon weiß, welche Schablone ich verwenden will und ich suche jetzt zum Beispiel eine spezielle, was weiß ich, zum Beispiel diese hier, dann kann ich hier oben schnell durchgehen und ich finde die viel, viel schneller, als wenn ich alle einzeln durchblättern muss. Das hier habe ich mir jetzt also gemacht, um sehen zu können, wo die Schablone ist, wenn ich schon weiß, welche ich verwenden möchte. Außerdem habe ich relativ viele, wo eben so eine Kombination in der Originalverpackung drin war. Zum einen ist hier diese Schablone drin gewesen und dann gibt es da noch so einen Streifen mit Clear Stamps, die natürlich hier gut zusammenpassen, denn Tim Holz hat dieses Design ja aufeinander abgestimmt. Das heißt also, diese beiden Teile, die funktionieren immer gut zusammen, diese Stempel mit dieser Schablone. Und meine Stempel bewahre ich natürlich woanders auf. Das heißt also, ich kann hier immer sehen, welches Stempelset ist angedacht, dass es hier gut dazu passt. Muss man natürlich nicht in der Kombination verwenden, aber ich finde es ganz cool, dass man das hier auch noch mal sehen kann. So kriegt man unter Umständen auch noch mehr Ideen, wie man das Ganze machen möchte. So, dann habe ich mir überlegt, ich möchte heute eine Art zweigeteilte Karte machen. Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich so nennen kann. Ihr werdet später sehen, was ich damit meine. Ich möchte einen Hintergrund machen, auf den dann später noch etwas draufkommt. Und aus dem draufkommenden möchte ich etwas ausstanzen. So zumindest ist das in meiner kühnsten Fantasie. Und ich habe jetzt mir hier auch schon eine Schablone ausgesucht, die ich dafür verwenden möchte. Und zwar ist das diese hier. Die nehme ich mir mal hier schon mal raus, weil ich weiß, dass ich die benutzen möchte. Und dann werde ich mir hier auf meinem Swatch eine Orientierung verschaffen, wie ich das Ganze machen will. Die erste Problematik bei dieser Schablone ist jetzt mal die, ich glaube, ich muss mir die nochmal kaufen, wo das ganze Gepunktete hier komplett ist, ne? Also hier oben haben wir jetzt dieses kleine Stückchen hier. Ich brauche das aber auf meinem kompletten Hintergrund. Das heißt, ich muss das irgendwie anstückeln. Das wird schon mal Problematik Nummer eins, aber das sollte irgendwie zu schaffen sein. Und dann
habe ich mir überlegt, ich möchte versuchen, ja, sagen wir mal von hier angesehen, diesen Effekt, den ich hier habe, auf den Hintergrund zu bringen. Ich versuche euch das kurz etwas genauer zu zeigen, indem ich das hier mal gerade abdecke. So. Also das, was ich jetzt hier habe, das möchte ich versuchen, auf den Hintergrund zu bringen. Das heißt also, ich möchte diesen verschwommenen Teil haben. Ich möchte diesen Teil haben, wo Strukturpaste auf der Tinte sitzt. Und ich möchte diesen oberen Teil haben, wo ich nur schabloniert habe. Wenn du gerade nicht weißt, worüber ich hier spreche und wieso ich weiß, was ich hier gemacht habe, dann schau bitte zuerst das andere Video an. Dann ist es einfacher nachzuvollziehen, was ich hier gerade rede. Ich werde dir das aber natürlich jetzt Schritt für Schritt zeigen, wie ich das auch in dem anderen Video für das Swatch hier gemacht habe. Genauso mache ich das auf meiner Journaling-Karte natürlich jetzt auch. Und ich habe inzwischen festgestellt, so durch, ne, mal hier so drauf gucken und durchblättern, überlegen, was möchte ich als nächstes tun, dass es wirklich sehr hilfreich sein kann, wenn du dir sowas machst, wo du Segmente abteilst, sodass du das besser sehen kannst, was da eigentlich passiert mit dem Ganzen. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Aber für mich ist es jetzt sehr hilfreich, wenn ich nur das hier sehe, dann kann ich das andere komplett ausblenden und kann mich nur auf das hier konzentrieren. Wir werden jetzt mal Walnut Stain nehmen und als Kombination dazu Frayed Burlap. Und dann ist es jetzt so, dass ich schon für meine Karte eine Aufteilung mir vorher überlegt habe. Und zwar möchte ich gerne eine Art Halbkreis hier haben. Fängt ja schon gut an. Von dem Muster her möchte ich gerne eine Art Halbkreis hier haben. Das heißt also, ich werde mal als erstes hier oben anfangen. Frayed Burlap als erstes. Und das ist jetzt wirklich hier eine Art Live-Prozess. Ich habe das vorher nicht geübt oder ausprobiert oder sonst irgendwas. Das ist wirklich jetzt eine Art Live-Prozess, wo ich ausprobieren möchte, ob dieses Swatch funktioniert und wenn ja, wie gut es funktioniert. Also ich bin überzeugt davon, dass es funktioniert. Das ist sozusagen live, ne? Weil ich will euch ja nicht irgendwas hier vom Pferd erzählen, sondern ich möchte, dass ihr das ja so echt wie möglich mitkriegt und dass ich vor allen Dingen auch so echt wie möglich meine Probleme dokumentieren kann. Also wenn ich jetzt hier irgendwas feststellen sollte, was überhaupt nicht funktioniert und ich habe schon gleich die Kamera laufen, dann kann ich diese Erkenntnis natürlich direkt mit euch teilen. Das könnte dazu führen, dass das Ganze hier leicht chaotisch wird. Hat aber auch den Vorteil, dass ihr das direkt mitkriegt und nicht die gleichen Fehler machen braucht, wie ich unter Umständen mache. Ja, also das ist irgendwie so das Ziel. So, und jetzt werde ich das hier so machen. Ich gehe hier auf der Schablone da bis dahin, wo diese Pünktchen sind. Dann nehme ich das vorsichtig hoch. Haben wir schon mal dieses coole Muster. Und jetzt muss ich das irgendwie hier ansetzen. Und das wird jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig toll, das macht aber nichts, weil da später noch was drüber kommt. Aber das hier soll mein Hintergrund werden. So, und jetzt, also, ne, deswegen möchte ich ihn trotzdem durchgängig haben, aber das hier oben, das stört mich jetzt nicht, dass das da so ein bisschen ungleichmäßig ist. Und ich möchte hier in diesem Bereich ungefähr diesen Effekt haben. Und bei diesem Effekt hier, also das ist der einzige von diesen drei Effekten, wo die Strukturpaste direkt auf dem Papier sitzt und die Tinte später drauf gekommen ist. Das heißt also, ich muss jetzt irgendwie versuchen, hier einen Kreis frei zu lassen mit meiner Schablonierei. Ich lege dafür das mal so rum jetzt hier drauf. Ich glaube, ich kann das ruhig ganz bis hier an den Rand legen, so vielleicht. Weil ich möchte das Muster auf jeden Fall bis zum Rand haben. Und jetzt werde ich hier so einen Halbkreis aussparen. Ist ja ein toller Kreis, ne? Das macht aber nichts, wenn das kein kompletter Kreis ist. Hauptsache, ich habe hier eine Fläche, wo ich jetzt sagen kann, die Strukturpaste kommt hier drauf und dann kommt die Tinte drauf. Und hier wird es in Bereichen genau andersrum sein. Ja, also das ist das Ziel. Und dann war das ja in diesem Bereich hier diese Strukturpaste. Also das heißt, diese ist undurchsichtig und matt. Das war die, die ich hier verwendet hatte.
Und die möchte ich jetzt so auftragen, dass sie sich hier in diesem Bereich befindet. Aber ich muss natürlich jetzt genau das Muster treffen. Und das ist schon das erste Problem, was ich jetzt hier feststelle mit dieser Art von Schablone bzw. mit dieser Größe von Projekt. Ich denke, da werde ich jetzt einiges an Geduld brauchen, denn ich habe die ja jetzt hier angestückelt, weil die nicht groß genug war, weil die nicht dieses komplette Motiv drauf hatte. Ich glaube, es ist besser für sowas, wenn man es noch nie gemacht hat, wenn man eine Schablone nimmt, die wirklich komplett diese Pünktchen hat, sodass man das drauflegen kann, wieder hochnehmen, abwaschen, wieder drauflegen und dann an der Stelle mit Strukturpaste durchgehen, wo man sie durchhaben möchte. Das könnte jetzt hier ziemlich frickelig werden, aber Luise, da muss jetzt durch. Ich frage mich gerade, ob das schlimm ist, wenn das nicht so ist. Vielleicht könnte das ja sogar auch ganz interessant aussehen und deswegen probieren wir das gleich, weil das andere ist nämlich vermutlich komplett unmöglich. Jetzt mache ich das so, ja, so machen wir das. Das muss gut aussehen. Ich bin überzeugt davon, dass das gut aussieht. Und wenn es anders aussieht, ist das auch nicht so schlimm. Die Inspiration war ja schließlich schon da. Also machen wir das so. Passt auf. Jetzt, also ich versuche es schon parallel jetzt zu legen, ne? Zu den anderen Punkten. Jetzt gehe ich einfach her und mache das hier durch. So. Funktioniert auch so. Schaut mysteriös aus, ne? Ich weiß. Schaut wirklich äußerst mysteriös aus. Vor allen Dingen, was ist denn jetzt das eigentlich da für eine Wurst? Seht ihr das? Jetzt habe ich. Guckt euch das mal an. Jetzt habe ich da voll die Wurst, ey. So ein Mist. Aber damit werde ich leben müssen. Ich werde jetzt bestimmt nicht da umeinander kratzen, weil ich glaube, dass das mal absolut überhaupt nicht funktionieren wird. Und während das hier mal fröhlich vor sich hin trocknet, ist ja noch nicht fertig. Hier müssen wir die Tinte noch drauf machen, aber zuerst müssen wir das trocknen lassen. Während das fröhlich vor sich hin trocknet, nehme ich mir hier meine Schneidemaschine. Und ich habe jetzt hier ein zweites Teil geschnitten, was genauso groß ist wie das erste, was ich eben hatte. Und von diesem werde ich jetzt einen Rand abschneiden in unbestimmter Breite. Aber vielleicht sollte man das so machen, dass es gleich breit abgeschnitten ist. Also ich möchte so einen kleinen Rand haben. Ja, ich glaube, ich muss das mal irgendwie hier so Pi mal Auge erst schneiden. Dann halte ich mir das mal hier so drauf. Also natürlich nicht berühren, ne? Luise, nicht berühren. Ja, doch, das gefällt mir gut. Ich habe das jetzt da. Na komm, geh noch mal weg. Ich habe das jetzt hier mit diesem Deckeltrimmer abgeschnitten. Der macht so eine schöne, wie gerissene Kante. Ihr könnt das natürlich auch mit einem Reißlineal, ne, einfach abreißen. Das hier ist bloß ein bisschen dickeres Papier. Und dadurch ist das ein bisschen schwierig, das zu reißen. Und jetzt fällt mir gerade was auf. Ich hätte das jetzt doch eigentlich noch gar nicht abschneiden sollen, ich Idiot. Egal. Jetzt müssen wir ein bisschen improvisieren. Mir fällt gerade auf, seht ihr? Das ist so, ne? Man konzentriert sich auf, was passiert mit den Schablonen und dann macht man irgendeinen totalen Quatsch. Wenn ihr es genauso nachmachen wollt, macht das nicht so, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber egal. Ich schneide einfach später noch einen Millimeter oder sowas ab, weil ich möchte jetzt das hier draufkleben. Das hier ist das Collage Paper von Tim Holz. Das hier heißt Typeset/ Composer. Das ist dieses mit diesen Nummern drauf. Und das schaut einfach wunderschön aus. Und das möchte ich hier draufkleben. Und wenn ich das jetzt vorher bedacht hätte, dann hätte ich das natürlich noch nicht abgeschnitten, weil so macht das jetzt überhaupt gar keinen Sinn, dass ich das schon abgeschnitten habe. Aber wurscht, das kriegen wir hin. So, das schaut doch schon irgendwie besser aus, oder? Es fühlt sich total gut an. Es fühlt sich richtig gut an. Und dadurch, dass es jetzt klein. Oh, nein, nicht berühren. Oh. Dadurch, dass es jetzt kleiner ist, schaut das bestimmt später auch noch mal richtig
viel, viel besser aus. Das muss man sich immer einreden, wenn man da so einen kleinen Fehler gemacht hat, muss man sich immer einreden, dass es später bestimmt besser aussieht, als es vorher der Fall war. So, als nächstes möchte ich das kurz distressen, bevor ich weitermache. Nehme ich jetzt Walnut Stain und gehe jetzt, um diesen Effekt hier unten zu erreichen, diesen, den wir hier haben, hier drüber, sodass ich hier die Tinte auf die Strukturpaste draufkriege, so wie es auf meinem Swatch auch der Fall ist. Und jetzt versuche ich mich auch hier in diesem Halbkreis zu bewegen und ich werde es jetzt hier so machen. Dieser Bereich, wo die Strukturpaste auf der Tinte sitzt, ist relativ breit für meine Verhältnisse, also für mein Empfinden geworden. Dafür gehe ich jetzt hier ein bisschen in diesen anderen Bereich noch hinein, was aber ja überhaupt nicht zum Negativen beitragen wird, denke ich mal. Ich möchte aber noch ein bisschen mehr. So. Und jetzt, ich bin ganz aufgeregt, jetzt nehmen wir hier Wasser und spritzen das hier drauf. So ein ganz kleines bisschen nach links laufen, dass ich hier einen schöneren Übergang einfach bekomme zwischen diesen einzelnen Bereichen, weil hier, seht ihr das, da ist das ja sehr barsch, ne? Also das ist ja sehr, so eine sehr barsche Linie irgendwie, die möchte ich dann nicht haben, beziehungsweise irgendwie versuchen, das so ein bisschen ineinander überblenden zu lassen. Dass das nicht ganz so extrem aussieht. Man schaut das Ganze so aus. Das Einzige, was mich jetzt echt nervt, ist diese Stelle hier. Das sollte ich jetzt bedenken bei dem, was ich jetzt tue. Weil, passt auf, ich möchte nämlich jetzt das hier nehmen. Das ist jetzt inzwischen richtig gut durchgetrocknet. Und das kommt jetzt später hier so drauf. Denn jetzt möchte ich gerne dieses Stanzset von Tim Holtz benutzen. Dieses heißt Feathery. Die Nummer ist 666003. Sollte ich das auf Amazon finden, verlinke ich euch das selbstverständlich unten in der Infobox. Das hat sechs Die-Cuts in dieser coolen Federoptik. Und jetzt möchte ich versuchen, vorher ist mal Washi-Tape, jetzt möchte ich versuchen, aus diesem oberen Teil Federn auszustanzen, sodass die hier in so einem Halbkreis sich abspielen sozusagen. Und damit ich mir das besser vorstellen kann, weil ne, Stanzschablone ist immer ein bisschen schwierig vorzustellen, vor allen Dingen, wenn sie auf dem Kopf liegt, habe ich mir die einzelnen Federn hier schon mal ausgestanzt. In weiß einfach. Sodass ich mir die jetzt hier drauflegen kann und später einfach die passende Schablone hier drauflegen kann, sodass ich sehe, was ich wo wegstanzen will. Also leuchtet euch das ein? Ich hoffe es doch wohl. So kann ich mir das schon mal in etwa vorstellen, wie das dann aussehen wird. Und dann kann ich einfach, also wird natürlich nicht hundertprozentig genau so, ne, ist klar. Aber dann kann ich mir ungefähr vorstellen, wo ich die einzelnen Die-Cuts hinlegen muss, um das hinzukriegen. Das Ganze muss noch weiter runter. Und dieser Kreis, den ich jetzt lege, mit Hilfe dieser Federn, der orientiert sich natürlich jetzt an diesem Hintergrund, weil wenn ich, also an diesem unteren Hintergrund, weil wenn ich das hier raus ausstanze, dann sehe ich ja das Muster dadurch, ne? Also das ist der Plan, dass ich dieses Muster dadurch sehen kann. Also jetzt nehme ich mir, wenn ich die Reihenfolge hier bestimmt habe, die Stanze, nehme die Feder weg, lege die Stanze drauf und fixiere das hier auf dem schwarz-weißen Ding mit Washi-Tape, sodass mir das nicht abhauen kann. So. Und mit diesem oberen Teil gehe ich jetzt vorsichtig zu meiner Die-Cut-Maschine und stanze das genauso aus, wie ich das jetzt hier festgeklebt habe. Schaut jetzt irgendwie ziemlich wild aus, oder? Also ich gehe jetzt einmal komplett hier vorsichtig drumrum. Das Gute ist, dass man das so ein bisschen biegen kann. Und dann distress ich hier einmal diese Outlines sozusagen. So, dann bin ich auch gleich noch bei meiner Nähmaschine gewesen.
und habe das hier oben drauf einfach festgenäht. Und jetzt sollen wir mal hier die Federn draufkleben, oder? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich frage mich gerade, warum embossen wir nicht diese Federn mit klarem Embossingpulver? Wunderschön fühlen die sich jetzt an. Und außerdem sind die jetzt ein bisschen glänzender als dieser schwarz-weiße Hintergrund. Und ich glaube, dass das wirklich richtig gut aussehen könnte, wenn man das jetzt da drauf bauen. Weil dann stechen die nochmal mehr. Oh ja, oh ja. Dann stechen die nochmal mehr hervor. Schaut euch mal an, wenn das da so drin sitzt. Gerade bei dieser hier, die da so drin sitzt. Wie kann ich euch das zeigen? Seht ihr das? So könnt ihr, glaube ich, den Glanz ganz gut vergleichen, oder? Da oben hier bei diesen Zahlen sieht man, wie stark das Schwarz-Weiße glänzt. Und da die Feder schaut fast ein bisschen nass aus. Also das finde ich sehr cool. Das kleben wir hier dran. Diese kommt genau hier rein. Und dann ist die Frage, wie stark versetzen wir das hier? Also ich möchte eigentlich nicht, dass die Stängel da auch versetzt sind, sondern dass das wirklich, also ne, wenn ihr das jetzt so drin habt und dann rausnehmen und den Stängel unten parallel laufen lassen. Warum ist das eigentlich hier alles so weit weg? Entschuldigung. Ich kann das überhaupt nicht sehen. Verzeihung. Hier den Stängel, diesen Kiel, den lasse ich hier unten parallel zu der Ausstanzung. Und das hier kann ich dann in dem Winkel so verändern, wie ich es gerne haben möchte. Ich denke mal, ich möchte ziemlich viel von dem Hintergrund sehen. Also werde ich das ziemlich extrem hier so machen. Also mal so. So, und dann habe ich mir gedacht, übrigens, falls ihr denkt, oh, das ist zu hoch für mein Journal, schaut mal, das könnte man theoretisch genauso gut auch so rum verwenden. Ist das nicht cool? Jetzt ist ja noch kein Fokuspunkt oder irgendwie sowas in der Art drauf. Also hier für diese Mitte möchte ich jetzt einen richtig krassen Fokuspunkt wählen. Der ist ja bisher noch nicht da, aber theoretisch könnte man das auch so verwenden, wenn man jetzt hier zum Beispiel einen kleinen Spruch hinschreibt, wäre das, denke ich mal, eine richtig coole Karte. Genauso so rum könnte man es natürlich auch machen, dass hier, ne, das ist, dieser Spruch so rum ist. Und dann macht sie so rum auch Sinn. Das finde ich irgendwie sehr cool. Also mit dieser Technik könnte man natürlich auch mehrere Karten machen, die dann zusammenpassen. Und dann kann man sich entscheiden, wie rum man das haben will. Oder wenn man jetzt denkt, ich möchte es lieber so rum, könnte man ja auch machen, ne? Könnte man es auch so rumhalten. Ich finde das irgendwie faszinierend. Wobei das so für mich nicht ganz so viel Sinn ergibt, weil das hier oben so dunkel ist und hier unten so hell. Für mich ist es eher balancierter, wenn das Braune hier unten sich befindet. So, und jetzt habe ich mir überlegt, warum nicht eine Paper Doll da hinsetzen. Ich meine, da könnt ihr natürlich jetzt theoretisch alles nehmen. Ihr könnt da Schmetterlinge drauf machen. Ihr könnt, wie gesagt, nur einfach nur einen nur einen kleinen Spruch drauf machen. Irgendwelche Libellen oder sonst was. Aber ich möchte gerne hier so ein kleines Figürchen draufsetzen. Ich hatte mir eigentlich gedacht, dass die Enden von den Federn ein bisschen mehr noch abgeschnitten wären durch den Fokuspunkt. Jetzt ist der natürlich sehr klein. Also manchmal bedarf es einer Tasse Kaffee, um das Gehirn so richtig auf Vordermann zu bringen, ne? Und deswegen
habe ich jetzt hier gerade mal so einen halben Beschluss gefasst. Ich meine, wenn man sich nicht entscheiden kann, ne, wie man das machen will, warum nimmt man dann nicht einfach so einen Schmetterling hier und durch diesen Schmetterling wird jetzt ein bisschen mehr von diesen Federkielen verdeckt, sodass, ne, also wenn der Junge einzeln da sitzt, finde ich das auch nicht schlecht, dann ist das sehr viel mehr Vintage natürlich, auf jeden Fall. Aber warum nicht so einen kleinen Farbklecks dahin setzen? In etwa so. Dass jetzt der Schmetterling mehr von den Kielen abdeckt, als es vorher der Fall war. Ich bin jetzt gerade mal überlegen, ob wir diesen nehmen. Ich habe jetzt extra oder den vielleicht. Ja, Ruder schaut aber auch nicht schlecht aus. Uiuiui. Boah. Alter. Das schaut auch nicht schlecht aus. Aber das ist sehr kühl, ne? Das ist sehr kühl. Ich habe jetzt hier, dieses heißt Botanical. Das ist auch ein Ephemera-Pack von Tim Holz. Und da sind Schmetterlinge drin, wie man unschwer erkennen kann. Und gleichzeitig sind die aber aus so einer etwas stärkeren Pappe. Auch nicht schlecht. Also das Orange finde ich besser. Und die sind aus einer etwas stärkeren Pappe. Und deshalb habe ich mich jetzt dafür entschieden, einen von diesen zu nehmen, weil die eben sowieso schon ein bisschen stabiler sind. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Verzichte auf die Farbe, Luise, und nimm einfach diesen bräunlichen. Gibt es eine Alternative, der vielleicht einer ein bisschen größer wäre? Nein, gibt es nicht. Das macht aber nichts. Der ist super. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir haben ja eben festgestellt, dass das so rum gut aussieht, also wenn man das hochkant hat, dass die Karte aber genauso so Sinn ergeben würde, oder? Guckt euch das mal an. Und es ist fast ein bisschen schwierig zu entscheiden, aber was wäre, wenn wir das drehbar machen würden? Also wenn wir quasi irgendwas erfinden, sodass man das hier befestigt, aber so, dass man das dann rumdrehen kann. Und das ist das, was ich jetzt versuchen möchte. Und zwar will ich natürlich nicht irgendwas hier oben drauf sehen, was ich benutze, um das drehbar zu machen. Und das Einfachste, um etwas drehbar zu machen, ist es natürlich, wenn man eine Musterbeutelklammer nimmt und ein Loch macht und dann kann man es einfach drehen. Aber ich will natürlich jetzt nicht die Musterbeutelklammer ihm da so durch die Brust pieksen. Das wäre ziemlich fatal. Das machen wir nicht. Deswegen werden wir die Musterbeutelklammer durch den Schmetterling pieksen und ihn dann oben drauf kleben. Dann kriegt er auch noch mal so einen kleinen Abstand dazu. Und das Erste, was wir jetzt aber dafür feststellen müssten, wäre, wo der genau sitzen muss. Wo ist denn hier mein Washi-Tape? Hier. Ich werde mir den jetzt ganz vorsichtig nur an einer Stelle hier befestigen, sodass der Schmetterling und der Junge erstmal so aufeinander sitzen, wie ich das haben will. Ich möchte nicht, dass der da so einen Schnitzi-Wutzi da unten kriegt. Sieht der? Wenn man das so macht, hat der da unten so einen Schnitzi-Wutzi raushängen. Den wollen wir da nicht haben. Also setzen wir den ein bisschen tiefer, dass der Schnitzi-Wutzi da verschwindet. Soll ja ein jugendfreies Video bleiben. So, dann. Wenn der so hier säße, fände ich das nicht ganz übel. Also wenn das so wäre, theoretisch, und man den jetzt mittig drehen könnte. Jetzt muss ich versuchen, den zu drehen, ohne ihn von der Position zu verschieben. Dann würde der so sitzen und das wäre perfekt. Ja, okay. Das heißt also, so muss das. So. Nehmen wir ihn wieder runter. Die Position finden wir später wieder. Dann nehmen wir uns eine Ahle
um durch den Schmetterling ein Loch zu pieksen. Das mache ich jetzt ziemlich mittig. Ich piekse da auch durch die Karte durch, sodass ich mir anschließend eine Stanze nehmen kann. Und ich befürchte, dass ich da jetzt mit der Crocodile nicht ganz hinkommen werde. Shitty, 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 shitty. Na, das reicht nicht. Aber wenn ich den runternehme, dann reicht es auch nicht. Das heißt also, wir machen mit der Aale das Loch so groß, dass wir die Musterbeutelklammer da durchkriegen. Ich lege das jetzt nochmal hier so drauf, dass ich da Loch auf Loch bin. Und dann piekse ich da durch. Stecke die Musterbeutelklammer da rein. Boah, meine Fresse, geht schwer. So. Dann schließen wir die von hinten. So. Es ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich darf die nicht ganz so zart zudrücken, dass die ein bisschen mehr Spiel einfach hat nach vorne. Ansonsten bleiben die Flügel da so hängen. Aber so geht's gut, seht ihr? So geht das gut. Okay. Und dann müssen wir ihn wieder draufkleben. Und jetzt ist natürlich das Problem hier, dass die Musterbeutelklammer ziemlich vorsteht. Das heißt also, ich werde mir ein paar so kleine Schaumstoff-Schnuppis da nehmen. Ich rede von diesen Dingern hier. Und die klebe ich jetzt einfach hier daneben. Ja, das funktioniert einwandfrei. Und dann sollten wir vielleicht diesen Rand hier auch noch ein bisschen distressen. Jetzt frage ich mich nur, wie können wir das jetzt hinkriegen, dass wir da vielleicht noch so einen kleinen Spruch integrieren können, der dann so rum und so rum Sinn macht. Geht das auch? Ja, natürlich geht das auch. Wir brauchen den Spruch einfach, mein Gott, wir brauchen den Spruch einfach nur hier auf den Flügel drauf zu kleben und dann ist alles perfekt. Überleg mal, wenn wir den Spruch hier drauf kleben, oh, ich bin gerade total begeistert, dann drehen wir das rum und dann ist der Spruch hier. Das heißt also, wir sollten uns mit dem Spruch an dieser Position definitiv orientieren, damit er nicht zu niedrig ist und an der richtigen Stelle. Wenn der Junge andersrum ist, dann ist das da nicht so schlimm. Aber hier muss er an der richtigen Stelle sein. Und ich möchte natürlich einen passenden Spruch, aber der darf auch nicht zu lang sein, damit dieses Schildchen, was hier jetzt hier hinkommt, nicht zu weit raussteht, damit das einfach nicht zu filigran ist und zu im Weg, wenn man das rumdreht. Do your best. Würde doch irgendwie schön passen. Never give up. Choose to shine. Stay curious. Also da gibt es einige, die... Wir nehmen Be Amazed. Wir nehmen definitiv Be Amazed, weil ich bin nämlich ziemlich amazed von dieser Idee. Der ist schön kurz. Der passt wunderbar. Oh, komm mal runter. So. Aber... Das ist ja ein Sticker. Also müssen wir den auf irgendwas draufkleben. Ach, das wird so wundervoll aussehen. Wir müssen den auf irgendwas draufkleben. Einfach vielleicht so ein kleines Stück Pappe oder so. Hier habe ich so eins rumliegen. Damit wir das dann nochmal zusätzlich ausschneiden können. Damit es von hinten nicht klebt. So. Und dann
Rechts oder links? Ja, natürlich links, weil wenn man es hochklappt, ist es dann da. Also ich weiß es ja nicht, ne, aber heute ist irgendwie mein Glückstag, mein Ideenglückstag. Luise, sag das nicht so laut. Du hast dich schon öfters mal über Dinge gefreut, die dann später noch in der letzten Sekunde total in die Hose gegangen sind. Das wird dir heute nicht passieren. Nein, 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 das wird nicht passieren. Das trocknen wir mal gerade schnell. Schaut das in dieser Position also so aus. Und wenn man das umdreht, ist das so. Und jetzt Spritzer, oder? Und dann ist das fertig. Oh, ich hoffe, ihr haltet mich nicht alle für total albern, aber ach, wisst ihr, ich habe die letzten Tage wirklich richtig anstrengende Situationen hinter mir. Ich habe ein sehr negatives Erlebnis gehabt mit meinem Wohnwagen und einer Dienstleistung, die hier hätte ausgeführt werden sollen, die sehr in die Hose gegangen ist, wo ich sehr, sehr viele Nerven verloren habe. Und ich freue mich jetzt gerade einfach so mir den halben Arsch hier ab, weil es so schön aussieht. Das, also meine private Situation trägt gerade sehr dazu bei, wie ich das hier empfinde. Aber ich hoffe, dass ihr das auch toll findet und mich hier nicht gerade irgendwie für komplett bescheuert oder albern oder irgendwas haltet. Das würde ich mir sehr wünschen. Oh mein Gott. Es ist noch mir ein bisschen zu wenig. Wenn der so rum ist, dann müsste eigentlich hier müsste es ein bisschen doller sein. Warum kriege ich hier gerade keine größeren Spritzer? Das gibt es doch nicht, oder? Ah, jetzt. Ich glaube, ich möchte auf den Flügeln von dem Schmetterling und so ein bisschen hier noch weiße Spritzer machen. Einfach, dass sich das noch so ein bisschen mehr schmetterlingig anfühlt. Wisst ihr, was ich meine? Weil Schmetterlingsflügelchen, also beziehungsweise Schmetterlinge im Allgemeinen, die kommen für mich zum Leben durch Spritzer. Und das können auch ruhig ein paar, für mein Empfinden, ruhig ein paar mehr sein, so wie jetzt in diesem Fall. Dadurch gibt es dieses Filigrane und dieses Wuselige so von Schmetterlingen. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn in euren Ohren, aber das ist natürlich auch selbstverständlich wie fast alles Geschmackssache. Ich liebe diese Karte. Ich liebe diese Karte. Ich weiß es nicht. Ich hoffe so sehr, dass euch das auch gut gefällt. Das Fazit, was die Schablonen-Swatches betrifft, muss ich sagen, ist für mich sehr eindeutig. Weil, wenn ich mir das jetzt anschaue und wenn ich nochmal zurückdenke an den Anfang dieser Idee, muss ich sagen, ist das genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich rede jetzt nur von der Wirkung und der Verwendung von dem Swatch. Weil wir haben jetzt diesen Bereich hier oben, hier außen drumrum, mit einer anderen Farbe, aber doch sehr, sehr ähnlich. Und ich bin überrascht, wie gut ich mir vorstellen konnte, wie die andere Farbe rauskommt. Das ist natürlich Erfahrungssache. Ich kenne meine Tinten sehr genau. Ich weiß sehr genau, wie jede einzelne Tinte, also jede einzelne Farbe der Tinte reagiert. Das würde ich sagen, ist so ein kleines bisschen Voraussetzung dafür, dass man einschätzen kann, wie das wird. Ich wollte den Kontrast auf dieser Karte hier im hinteren Bereich nicht ganz so krass haben, wie jetzt das Ground Espresso hier auf dem Swatch rausgekommen ist. Deswegen habe ich auch hier Walnut Stain verwendet, anstatt Ground Espresso, weil dieses, was hier draufgekommen ist mit dem Collage Paper, ja schon einen sehr krassen Kontrast hat. Und das ist genauso geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Auch dieser Übergang hier zwischen den einzelnen Effekten gefällt mir sehr gut. Dieses Wasser zu sprühen, dass das so ein bisschen verläuft und das nicht so barsch zu machen wie hier auf dem Swatch, finde ich,
ist sehr gut gelungen, also für mein Auge. Ich hoffe, ihr empfindet das genauso. Und auch dieser Bereich hier gefällt mir sehr gut, wie die Oxidation hier passiert ist durch das Wasser. Dadurch ergibt sich auch nochmal eine ganz andere Farbe hier im Hintergrund. Ich finde das mega schön, wie das hier unten geworden ist zwischen den Federn. Finde ich mega schön. Ja, ihr Lieben, das war meine Karte hier so mit Drehüberraschungseffekt. Ich bin total happy damit. Ich wünsche mir sehr, dass euch das auch gut gefallen hat oder gut gefällt und dass ihr euch sowas auch macht. Wenn ihr so etwas nachmacht, auf ähnliche Art und Weise oder vielleicht auch genau gleich, lasst es mich wissen. Teilt es gerne in unserer Facebook-Gruppe Junk Journal Deutsch. Der Link befindet sich unten in der Infobox. Ihr könnt das natürlich auch auf Instagram oder ganz normal auf Facebook teilen. Markiert mich bitte in irgendeiner Art und Weise, sodass ich eure Beiträge leichter finden kann. Ich würde mich wahnsinnig freuen, sowas zu sehen von euch. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute, ganz viel Spaß beim Nachmachen dieser Idee und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bleibt kreativ. Tschüssikowski.